Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine kreative Auszeit in Marions Bastelstübchen. Ich bin die Marion und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vielleicht seid ihr demnächst ja auch auf eine Grillparty eingeladen und da bringt mir ja immer gerne was mit. Ein kleines Dankeschön für den Gastgeber. Und da dachte ich mir, basteln wir doch mal einen Flaschenanhänger für eine Flasche Grillsoße. Hier habe ich euch mal so eine handelsübliche Flasche Grillsoße mitgebracht. Da können wir unseren Flaschenanhänger drüber hängen. Natürlich geht das auch mit anderen Modellen. Es gibt ja auch hier diese Flaschen. Das geht natürlich genauso. Müssen wir halt nur unser Loch oben ein bisschen größer machen. Und wie wir den Flaschenanhänger basteln, das zeige ich euch heute. Ich habe das Stempelset und auch die Framelits aus dem Produktpaket Kittelkreationen von Stampin' Up! Dafür verwendet. Und ihr seht, dass das ein sehr umfangreiches Stempelset mit wunderschönen kleinen Framelits dazu ist. Und ihr seht auch hier ganz toll filigran dieses kleine Grillbesteck. Das ist wirklich zauberhaft. Wir fangen mal an mit einem Streifen Papier. So habe ich euch hier Farbkarton in der Farbe Savanne vorbereitet. Das ist 15 cm lang und 6 cm breit. Und ich habe diesen Farbkarton schon mal vorgefalzt bei 6 cm. Ich knicke das mal nach. Dadurch entsteht hier oben ein Quadrat, das 6 mal 6 cm ist. Und den Rest habe ich so abgemessen, dass er eben ungefähr so lang ist wie die Grillsoßenflasche, damit es unten nicht am Tisch aufsteht. Als erstes machen wir hier oben unseren Ausschnitt für den Hals rein. Ich hole noch mal die Flasche rüber. Wie könnt ihr messen, wie groß dieses Loch sein muss? Ihr könnt euch entweder Schablonen anfertigen mit den ganzen Kreisstanzen, die ihr so habt. Das habe ich gemacht. Die habe ich immer in meiner Schublade. Und wenn ich dann was brauche, dann kann ich das abmessen, was am besten drüber passt. In dem Fall wäre das jetzt hier die 1/3-Zoll-Stanze. Ihr könnt aber auch mit Kreisframelits arbeiten. Dann ist das Ganze noch einfacher, weil ihr dann die Framelits einfach nur messt, was passt. Also der wäre jetzt so klein, der würde gehen. Also würde ich jetzt in dem Fall den hier nehmen. Ich nehme aber die Stanze, weil ich euch da gleich noch einen kleinen Trick damit zeigen möchte. Also wir haben hier gemessen, wir brauchen die 1/3-Inch Kreisstanze. Und wenn ich jetzt meinen Streifen nehme und den einfach hier in die Stanze schiebe, dann gehe ich mal davon aus, dass wir nicht genau die Mitte treffen werden. Das ist ziemlich schwierig. Deswegen machen wir einen kleinen Schablonentrick. Ich habe hier einen Post-it-Zettel. Den schiebe ich mal in meine Stanze rein und stanze mir aus diesem Post-it so eine Schablone. Und diese Schablone, die lege ich jetzt auf meinen Streifen auf. So wie ich nachher das Loch drin eingestanzt haben möchte. Jetzt schiebe ich es wieder in die Stanze und sehe jetzt ganz genau an meiner Schablone, wo ich stanzen muss, damit mein Loch dann auch schön mittig sitzt. Wenn noch was vom Post-it übrig ist, einfach wegzupfen. Den Kreis könnt ihr aufheben, da könnt ihr nachher noch was Schönes damit machen. Und als nächstes runde ich mir die Ecken ab. Ich lege hier mal den fertigen an die Seite, dass ihr die ganze Zeit immer gucken könnt, was wir hier eigentlich machen. Zum Eckenabrunden könnt ihr beispielsweise das Umschlagfalzbrett benutzen. Das hat hier hinten an der Rückseite einen richtig genialen Eckenabrunder. Wenn ihr kein Umschlagfalzbrett habt, dann könnt ihr auch eine kleine Kreisstanze verwenden. Ihr könnt die kleine Kreisstanze so ansetzen, dass ihr in die Ecken hier reinschiebt und das dann abzwickt. Ist natürlich nicht so schön, als wenn man einen richtigen Eckenabrunder benutzt. Aber zur Not geht das auch mal. So, als erstes stempel ich mir hier ein bisschen mit dem Grillbesteck aus der Stempelset Kittelkreationen. Das ist das hier. Das ist auf ein Stempelgummi montiert, alle vier Teile. Das heißt, wir müssen nicht alle einzeln stempeln, sondern das geht rucki-zucki. Hier habe ich mein Stempelkissen in Sahara Sand, also Ton in Ton. Und ich habe bei diesem Modell das Grillbesteck von innen nach außen gucken lassen.
und hier unten nochmal eine Reihe gestempelt. Bei dem zweiten Modell habe ich einmal ringsrum einen Rahmen mit Grillbesteck gestempelt. Das machen wir jetzt einfach mal und stempeln uns einen Rahmen außenrum. So, fangt an irgendeiner Stelle an und arbeitet euch dann langsam einmal um das ganze Teil herum. So sieht man natürlich möglichst viel von dem Grillbesteck. Wenn ihr es so macht wie hier, dann hat man nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Deswegen mache ich jetzt mal die Variante mit dem Außenrumstempeln. So, Hintergrund ist fertig. Dann gehen wir schon in Medias Res und kümmern uns um die kleine Schürze. Ich habe mich für die Farben von meiner Schürze einfach mal an der Flasche orientiert. Das ist ja jetzt eindeutig hier orange und gelb. Das Orange passt wunderbar zu unserem Kürbisgelb und als fertig gestreifte Schürzenvariante habe ich hier ein Blatt aus dem Designer-Papierblock Tutti Frutti. Das mit den Streifen hat mir wunderbar gefallen und ich denke, dieses Motiv passt sowohl für eine Frau als auch für einen Mann, obwohl ja meistens die Männer am Grill stehen und deswegen habe ich mir gedacht, das ist doch mit dem Orange und Gelb ist das doch eine ganz gute Sache auch für einen Mann. Die Framelits beinhalten natürlich auch diese Schürze und damit habe ich hier einfach mal ein Stückchen aus meinem gestreiften Designerpapier ausgestanzt und habe dann meine kleine Schürze bekommen. Die Schürze habe ich noch mit dem Schürzenbändel verziert. Das ist die schwarze Kordel aus dem Hauptkatalog. Und um die hier hinten anzubringen, schönes Bananenmuster, um die hier hinten anzubringen, habe ich die Mini-Glue-Dots, diese Mini-Klebepunkte verwendet und habe die mit meinem Piekser genau an den Stellen angesetzt, wo dann nachher die Kordel rausgucken soll unter der Schürze. Also hier oben am Halsausschnitt zwei Stück und an den Seiten und dann nach hinten rum gebunden wird. Und jetzt lehme ich meine Kordel und lege die hier von hinten einfach über die Klebepunkte und lasse die dann entsprechend an den Stellen, wo man sie dann von vorne sehen soll, hier so raushängen. Schneiden wir hier ab. So, und wenn ich es jetzt umdrehe, dann seht ihr, wie es dann nachher von vorne aussieht. Das kann ich jetzt schon mal mit Dimensionals auf meinem Anhänger hier aufkleben. Und die Dimensionals, die benutze ich jetzt nochmal als zusätzliche Sicherheit für diese Kordel. Das heißt, ich klebe die hier hinten nochmal über den Faden drüber an beiden Seiten. Dann ist das nochmal fixiert. Und natürlich machen wir auch hier nochmal einen in die Mitte, damit die Schürze schön auf dem Anhänger festklebt. Ich habe es ein bisschen schräg angesetzt. Ihr könnt es natürlich auch gerade machen. Ganz nach dem, was euch besser gefällt. So. Dann verzieren wir es noch weiter. Ich habe hier eine Tasche aufgesetzt. In der Tasche befindet sich das Grillbesteck. Und das Grillbesteck ist natürlich auch ein Framelit. Und zwar habt ihr hier auch, wie beim Stempel, gleich vier von diesen schönen kleinen Grillbesteckteilen im Kombipack. Besonders schön sieht es aus, wenn man so Silberfolie benutzt und das Grillbesteck dann mit der Silberfolie ausstanzt. Wir tun jetzt mal so, als würde ich es durch die Bitschaft kurbeln. Ich habe es natürlich schon vorbereitet und habe hier die kleinen Teilchen. Die sind total niedlich. Übrigens ist auch das gleiche nochmal als Backbesteck. Sagt man so Backbesteck? Naja, was auch immer. Hier so Spatel, Quirl und sowas. Wenn es also für eine Frau sein soll, dann nimmt man dieses schöne Rüschenschürzchen-Täschchen und kann dann dieses Backbesteck dann da noch reinpacken. Total süß. So, und um es in die Tasche zu stecken, brauchen wir natürlich auch eine Tasche. Hier haben wir ein Stück Farbkarton in Kürbisgelb. Wie gesagt, das ist genau die Farbe von meiner Flasche. Super. Dann habe ich hier mein kürbisgelbes Stempelkissen und aus dem Stempelset passend zur
zum Framelit, mit dem wir das jetzt gleich ausstanzen, einen Stempel, um hier so eine Naht in die Tasche zu machen. Framelit aufsetzen und durch die Big Shot kurbeln. So, da bin ich wieder mit einer Schürzentasche. Die Schürzentasche versehe ich jetzt erstmal hinten mit einem Stück doppelseitigen Klebeband. Da werde ich dann nachher mein Gribbelsteck dran befestigen. Da klebt noch die Kordel dran. So, dann überlege ich mir mal, wie mein Gribbelsteck hier sortiert sein soll. Leg das einfach mal grob drauf auf die Schürze. So. Jawohl, passt alles rein. Jetzt ziehe ich mein Klebeband ab und nehme ganz vorsichtig mit der Kante, mit dem Klebeband, hier alle Teile von dem Grillbesteck auf. Jetzt klebt es ganz fest hinten an meiner Tasche. Und die Tasche wird jetzt von mir auch wieder mit Dimensionals bestückt. Und zwar so, dass ich wie beim Faden vorhin auch die kleinen Teilchen hier nochmal zusätzlich fixiere. So. Und jetzt kann ich meine Tasche mit dem Grillbesteck auf die Schürze aufsetzen. Und ihr seht jetzt dadurch, dass das Grillbesteck an der Schürzentasche befestigt ist, sieht es nochmal wesentlich dreidimensionaler aus, als wenn ihr das jetzt direkt an der Schürze festgeklebt hättet. Es gibt einen richtig genialen Look. Und was natürlich nicht fehlen darf, das ist hier dieses kleine Schildchen Grillprofi. Damit macht ihr beim Gastgeber auf jeden Fall einen richtig genialen Eindruck. Hier habe ich ein kleines Streifchen Flüsterweiß. Und den kleinen Stempel mit dem Wort Grillprofi, der ist natürlich auch aus den Kittelkreationen. Da habt ihr auch für die Damenversion, habt ihr hier für Bastler zum Beispiel ein Stempelass oder ein Backtalent und natürlich auch mit Liebe gemacht. Das darf ja gar nicht fehlen. So, also wir stempeln jetzt hier den Grillprofi auf. Wir wollen ja grillen gehen. Und ich habe da übrigens die Memento-Tinte dafür verwendet, die Memento in Schwarz, weil wenn ich nämlich mit den Klarsichtstempeln arbeite und ich nehme die schwarze Archivtinte oder Stays On, dann ist der Stempel auf immer und ewig schwarz. Ich habe es aber gern ordentlich, deswegen nehme ich die Memento-Tinte, die könnt ihr nämlich von dem Stempel rückstandslos wegwaschen. Da bleibt euch nichts mehr dran. Jetzt nehme ich die Schere, entferne erstmal die Reste von der schwarzen Kordel. Und dann schneide ich mir den Grillprofi, ist ja immer noch schwarz dran, schneide ich mir den Grillprofi aus. Ein ganz schmales Streifchen. So, jawohl. Und nehme auch wieder ein kleines Stückchen von meinem Klebeband. Klebt das hinten drauf und dann wird der Grillprofi auf die Schürze gesetzt. So, und schon ist mein kleiner Flaschenanhänger fertig. Und ich kann ihn über meine Flasche drüber ziehen. Ihr seht, dass ich hier oben auch noch ein bisschen verziert habe. Das war mir nämlich zu nackig. Da wollte ich noch einen kleinen Dankesgruß draufkleben. Und habe mal geguckt bei meinen Stempelsets, wo denn so kleine Grüße sind, die sich auch gut rund ausstanzen lassen. Und habe bei Schönheit des Orients hier drei kleine Sprüche gefunden. Hallo, genieß den Tag. Passt natürlich auch super, wenn man zum Sommergrillen eingeladen ist. Und Dankeschön. Passt natürlich auch gut, wenn wir es als Mitbringsel verwenden. Und habe hierfür einfach nochmal ein Stück von meinem Designerpapier verwendet. Habe mal abgemessen, wie groß denn hier dieser Deckel ist
von der Flasche, bin dann drauf gekommen, dass hier die eine ein Viertelstand so gut passt, habe auch da nochmal mit dem schwarzen Memento-Stempelkissen drauf gestempelt und habe es auf die Flasche aufgeklebt. Bei der großen Variante, bei der breiteren Flasche, habe ich noch eine Lage von dem kürbisgelben Farbkarton drunter gegeben, weil der Deckel, der war einfach nur weiß und das hat ein bisschen langweilig ausgesehen. Und so gefällt es mir doch ganz gut. So, jetzt haben wir hier die idealen Mitbringsel fürs Wochenende, für die nächste Grillparty. Vielleicht ist es bei euch ja heute Abend schon soweit. Dann könnt ihr loslegen und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch in anderen Farben ganz zauberhafte Kittelkreationen erstellen. Ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, eure Marion!